Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Technomage 93 Trophy. Also im letzten Teil habe ich die verbleibenden Siegel bekommen und das waren die Aufgaben, die Prüfungen der Magie und des Mysticism. Und die waren schon für mich ein bisschen anstrengend, aber ich habe sie hingekriegt mit Köpfchen und nun, ja, darf ich durchgehen oder soll ich erstmal mit dir reden? Ich rede erstmal mit dir ein bisschen Respekt zollen. This is the return of eternity. The clock of eternity is ticking again. Now, Gothos will be saved. Melvin, using my powers, I will now transfloat you into the heart of Taros Vinta, the place where the great shield generator is, the crowning glory of the knowledge and art of the Old Ones. Do the ancient and great people a great honor. And return the crystals of eternity to their allotted function. Your inner eye showed you what you had to do. But guard against Dagomar. On no account lose the white crystal, since it will decide which of you two gains power over Gothos. May the powers and magic of eternity go with you. Ja, weil man ja mit dem weißen Kristall diese Gefängniszelle aktivieren kann. Oh je. So könnte jetzt das Finale sein. Ist es vielleicht das Finale? Ich habe keine Ahnung. Ich werde mich überraschen lassen. Ihr wisst es jetzt schon, wenn ihr dann den Part seht. Ich weiß es aber noch nicht. Hallo? Ach so, ich hätte nicht durchgehen können. Also, Moment, der hat mich hier ein paar Meter teleportiert. Okay. Guten Tag, habe ich dich geweckt? Entschuldigung. Ach du darf ich speichern? Something's wrong. Would you like to save now? Ah, yes. Na, dankeschön. Gut. Riesiges Monster. Böse! Buschke! Mal sehen, du bist aus, Wunderli! Probier's doch, Freundchen! Probier's doch! Yep. Okay, ich weiß, ich bin ziemlich aggro, aber es hilft. Autsch. Hip. Hip. Ein bisschen Schutz. Warte, komm her, du, komm her, du. Ich schräg dich. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber meine Liebe nicht. Covid Experience at 100 Mines must be distributed. Echt, ich habe so viel Leben. Das werde ich aber auch brauchen. Und mehr physikalische Kraft. Dankeschön. Ah. War das der Geisen? Der Steinwächter? Was sage ich? Eisenwächter. Gut. Na, wir hatten noch nicht viel Will nochmal. Das war wohl sowas wie der Wächter. Come, Melvin. You have made it thus far. And long since proved that you are an old one. Let us talk sensibly with each other. Give me the crystals, and I will initiate you in everything I know about the old world, eternity, and the underworld. Forget Talus. We too shall rule over Gothos and the powers of the underworld. Hältst du mich eigentlich für einen Idioten? Du hast versucht, mich zu töten. Du hast Monster auf mich gehetzt. Und du bist so machthungrig. Ich glaube kaum, dass du es schaffen würdest, mit irgendjemandem die Kontrolle zu teilen und wenn auch nur für kurze Zeit, bevor du ihm hinterrücks wieder in den Rücken fährst und ihn ermolchen lässt. Meinst du, ich vertraue dir? Von wegen. Never. Why should I trust you? I know enough to replace the crystals and save Gothos. That's all that matters. Gut gesagt, Melvin. First, you want to know that your plan will work out. Not only do I have Talus in my power, but I have always held the reins of power over Gothos in my hands. It was I who deceived the Council of Wise Ones, put the Dragon Prince out of action, and manipulated the Clock of Eternity. How do you know that I haven't already manipulated the Shield Generator? Without me, you will never be able to master this machine. Ach, halt die Klappe. Ich habe so viel nur mit reinem Deppenglück hingekriegt. Also werde ich das auch schon irgendwie hinkriegen.
Don't make me laugh. Neither do you have Talus in your power, nor am I in any way dependent upon you. I have proved that I carry the knowledge, the magic, and the power of the Old Ones in me, because I am the Technomage, and nothing will prevent me from completing the Return of Eternity by putting the crystals to their intended use again. This is your last chance to implore me to be merciful, Dagomar. Whoa. Jeder tretet zur Seite zurück. Badass Melvin ist unterwegs. Wie hieß es vorhin? Er will ihm keine Gnade zeigen und jetzt, oh, wenn du dich hier nochmal beweist, dann möge ich vielleicht Gnade walten lassen, bevor ich deinen verdammten Scheißhirn kleine, feine Stöcke zerhacke. Alright then, you thick-headed, pointy-eared hero wannabe. We'll do this the hard way. Ich glaube, den verträgst du nicht. Give me the crystals or you will feel the power of my fury. Und was willst du mich machen, mit deinem Gehstock verprügeln? Never! Come here and fight, traitor! Come on! Ich würde ihn jetzt nicht so herausfordern. Ich weiß nämlich nicht, wie ich mich hier verteidigen soll. Was soll ich tun? Something's wrong, would you like to save? Na, danke schön. Und die FBS spielen gerade ein bisschen verrückt. Ich würde mich freuen, wenn sie sich beruhigen. Ah, yes. Also der finale Boss. Okay. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay. Yep. Autsch. Okay, Schildzauber, okay. Hat eine normale Anzeige. Gut, ich muss ihn da so einfach treffen. Er teleportiert sich. Ich kann nicht reagieren mit den FPS-Drops. Beschwört der Monster? Er beschwört Monster, wie es aussieht. Wachuki! Okay, wo ist der Typ? Ich habe ihn schon bis zur Hälfte. Wenn das der finale Boss ist, dann würde ich mal sagen, entweder ich sehe es zu schwach oder ich bin zu stark. Wo ist der Typ? Der muss hier sein. Einen anderen Platz gibt es hier nicht, oder? Oder hat er sich teleportiert? Ach, er ist weiter hochgegangen. Nee, doch nicht. Dagoma, hallo? Hast du dich aus dem Staub gemacht, oder was? Du kleiner Feigling. Wo bist du? Nicht verstecken, ich versteck nicht. Ich kriege dich. I will find you. Okay, hier geht's nicht weiter. Wo ist der Typ hin? Hab ich ihn ernsthaft? Na, danke schön, da kann ich reinfallen. Ich glaube, ich muss da doch hoch. Da dürfen bitte mal die FPS zurückkommen. Sabalutsche. Schön hier die Axt zwischen die Augen. Und komm schon. Ein bisschen mehr FPS. Also wenn das alles ist, was du drauf hast, dann ist das schwach. Hallo? Jetzt ist er schon weg, oder was? Diesmal waren sogar weniger drauf als vorher. Ach so. Ich sollte hier was einsetzen. Gut, den Einstein habe ich eingesetzt. Richtig? Moment. Ja, Einstein habe ich eingesetzt. Wunderbar, da speichere mal ab. Ach, ich kann nicht abspeichern. Ah, das ist so ein Phasenfight. Und jetzt kann ich auf die nächste Ebene. Oder nicht? Nee, anscheinend nicht. Ich hasse das, wenn es immer bei solchen Momenten ist, dass die FPS verrückt spielen. Gut, ach, jetzt kann ich durch hier wohnigen. Also, nächste Runde. Ach, nur zum Dreck einsetzen, hä? Vergiss es. I see you, I find you, and I kill you. Ich habe schon fast wieder die Hälfte von dem abgezogen. Ha! Aus Mana, Baby. Komm schon, probier's nochmal. Wo bist du? Also abschwächen kann ich nicht. Das heißt, einmal Blut gefallen und ist vorbei. Okay. Ist auch eine Art, es da zu beenden. Okay. Wo muss ich weiter? Hier muss ich weiter, oder? Ne, von da bin ich gekommen. Oder? Doch nicht.
Klickeredo. So langsam merkt man, wie der Geschirrgenerator in Betrieb gesetzt wird. Alter Falter. Ich glaube, deswegen im Hintergrund, dass die FPS hier gerade ausrasten. Die wissen nicht, wo sie... Ja, Vorsicht, ich will nicht runterfahren. Nee. So langsam, ganz vorsichtig. Nicht so übermütig werden, nicht so übermütig. Da ist er. Nee, nicht so übermütig. Geronimo. Ja, super, nicht diese Tore. Die Schädelspocker. Ich weiß schon, wie ich mit denen umzugehen habe. Mathebau schon, das brauche ich. Dankeschön. Okay. Combined Potion. Einmal Shots. Und einmal Frame Drop hinten dran. Autsch, autsch. Okay. Ach, what the? Wo? Wo? War da ein Geist? Da war, glaube ich, ein Geist. Okay, gut. Nein, haben sie doch noch nicht beruhigt? Oder ja, nein, vielleicht. Könnt ihr euch bitte mal entscheiden? Das ist das große Finale. Da darf nichts schief gehen. Das wäre schade drum. Ist das so einfach ein verdammter Ernst? Ich jetzt... Mit meinen Frame Drops müsst ihr einen zielgenauen Sprung machen. Na, das könnt ihr vergessen. Ich muss warten, bis sich das beruhigt. Was sich im Moment gerade nicht tut. Oh, das wird mir sowas von ins Knie schießen. Wahrscheinlich bin ich jetzt sogar selbst schon wieder asynchron. Mit meinem... Und ich kann ja nicht mal abspeichern. Okay, komm schon, beruhig dich, ganz ruhig. Der Sprung muss sitzen. Der Sprung muss sitzen. Ansonsten kann ich alles nochmal von vorne machen. Puh, ja, lieber Faith, meine Freunde. Und jetzt das Ganze nochmal zurück? Ich bin doch so schlecht im Einschätzen. Oh, und ich hab's verdammt nochmal... Frame Drops! Aber ich will nicht droppen. Nicht to, not to my death. Puh, Alter. Ich glaube, der Dagoma ist nicht so die große Bedrohung, sondern es ist eher die Frame Drops. Na warte, na warte, na warte. Ich habe schon noch meine Gesundheit. Keine Sorge. Und es ist vorbei. Er hat kein Leben mehr. Es ist vorbei. Ach, du schießt da noch. Du schießen? Du schießen auf mich? Ich erschlage dich. Ein Hieb, dann ist vorbei. Ich komme sogar gut mit meinen Tranks hin. Bitte. Okay, jetzt bitte. Ihr geblieben. Du lebst ja immer noch. Schaut euch das an, der hat keine Gesundheit mehr. Ich schlage auf ihn ein, aber der will nicht sterben. Der hat keine Lebensleiste mehr. Hörst du wohl auf? Autsch, autsch, autsch. Ja, ja, ja. Du alter Betrüger, du. Hat er gerade gedabbt? Hast du ernsthaft gedabbt, mein lieber Dagoma? Hörst du jetzt wohl auf? Ich hab nicht. Ich bin nicht. Ach, das ist hier die Gefängniszelle. Ach, ich muss den einsperren. Verstehe. Ich muss warten, bis er draufsteht und dann muss ich den Kristall einsetzen, um ihn einzusperren. Oh, I get it. I get it. I get it. Ich hab's verstanden. Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber hey. Okay, ah, ein bisschen weiter hoch, ein bisschen weiter hoch, mein Freund. Ein bisschen weiter hoch. Deshalb stirbt er nicht. Weil ich ihn nicht töten kann, ich muss ihn... Der dabbt. Ich schon damals habe schon das Dabben gekannt, was? Und einsperren. Jetzt, sofort. Nein? Muss ich einfach weitergehen, oder was? Nee, geht auch nicht.
Ich sag's euch, den muss ich einsperren. Aber verdammt nochmal, ich weiß, ich beschwere mich zu immer wieder. Die FPS, die rücken mir gerade sowas von auf die Gehebe, gerade sowas von auf die Nerven. Und jetzt einsperren. Jetzt. Jetzt tu doch was, verdammt nochmal. Der ist... Ich wette mit euch, ich muss den einsperren. Okay, kleiner Cut, bis ich wieder an der Stelle bin, wo ich gerade eben war. Ich zeige euch das nicht nochmal. Und hoffentlich sind dann die FPS wieder bei mir. Also, kleiner Schnitt, bis gleich. So, meine Damen und Herren, ich bin wieder hier an Ort und Stelle und die FPS... Es ist einfach nicht zu fassen, die FPS wollen immer noch nicht. So. Okay. So, einfach. Angreifen, 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 angreifen. Schwächen, 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 schwächen. Vorsicht auf die Gesundheit, Vorsicht auf die Gesundheit. Achtung, Achtung. Okay, 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 okay. Ich weiß, ich bin ziemlich akkurat, aber der hat mich... Okay, oh, okay, es läuft. Wunderbar, wunderbar. Alter. Alter, ouch. Nein. So. Jetzt gibt dich endlich geschlagen, verdammt doch mal. Hör auf zu deppen, ich warne dich. Es wird dir nicht helfen. Und einsetzen. Ach, ich muss den. Ich muss. Der ist schon eingesetzt, aber ich muss einen Schalter drücken. Muss ich einen bestimmten Schalter drücken oder einfach weitergehen oder. Ich muss einen Schalter drücken, aber welchen? Wo ist der Schalter? Ich muss da hochgehen, verdammt nochmal. Ach. Und jetzt habe ich's. Okay, 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 okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich krieg das hin, ich krieg das hin. Ich habe alle eingesetzt. Jetzt muss ich ihn einsperren. Okay, okay, okay. Leute, ich hab's jetzt. Ich hab's jetzt. Okay. Teleportieren, teleportieren. Und wenn er dann auf der Plattform steht, dann einsperren. Aber so richtig. Jetzt aber so richtig. Letzter Trank, letzter Trank. Okay, okay, okay. Komm schon. Na, warte. Jetzt teleportier. Und wenn er jetzt. Ja! Das war der Fehler. Der letzte Kristall muss nur noch eingesetzt werden. I got you, old man! Huh. Dann guckst du bleib aus der Welt schon, ne? Aus der alten Kutte. Wuhuhu. Und die Katzina. Eingesperrt ist der Dagmar wieder einmal. Oder Remogard oder wie auch immer wir ihn nennen wollen. Da guckst du blöd, ne? Das passt wirklich gut, die Geste. Hier das Sieg. Oder auch nicht. Ach ey, ist er jetzt mit ihm da eingesperrt, oder was? Sobald der Generator läuft, darf niemand mehr gehen. Das ist wohl der Haken an der Sache. Komm schon schnell. Wuhu! Indiana Jones Trick hat leider nicht geklappt. Schade. Oh Mann. Auf Ewigkeit eingesperrt, oder was? Soll das Ende unseres Helden sein? Der Retter ja, aber kriegt der Retter sein Happy End? Pöh. Hm? Ja, was denn du? Moment, man kann von da oben einfach rein? Na gut, mit dem Seil, aber dennoch, man kann da oben einfach rein? Ha, oh, du meine Liebe, meine Liebe, mein Leben, ich hab dich jetzt von ein paar Kontinenten kennengelernt, aber hey! Du hast mir das Leben gerettet, unnötig, ich werde da jetzt versauert. Und das war die gesamte Karte. Alter, das, die Welt kommt mir um einiges größer vor, als ich... Um einiges größer, als es sich angefühlt hat. Nee, sie fühlt sich größer an, als sie aussieht. Ah, und das energetische Magma kehrt wieder zurück. Das heißt, all die bösen Biester sind jetzt verbrannt. Oh, ah, eine Belohnung für den Helden? Oh la la! Melvin! Und da ist Arkan schon, ne? Hey, hey! Ja, what's up? Sucht euch ein Zimmer! Und das ist jetzt das Ende. Wo ich mir wirklich denke, warum bei diesen Filmszenen wurde gar nicht gesprochen? Das war's jetzt?
Wirklich? Meine Damen und Herren, das war Technomage, die Rückkehr der Ewigkeit, der volle Titel. Ich habe halt immer nur Technomage genommen, aber hey, das war jetzt aber wirklich jetzt so ein Bilderbuchende, hä? Der Held besiegt den Bösen, sperrt ihn ein, die Welt gerettet, ist gerettet, er hat die Frau und nun leben sie glücklich, bis dass der Tod sie scheidet oder bis das nächste, bis die nächste Tragödie das Land in seinen Bann zieht. Aber hey! So, wie immer jetzt mein Resümee zu dem Spiel, also, insgesamt, boah, das ist echt ein, das ist ein tolles Spiel, das ist, und das ist von damals, ich weiß nicht mal von wie vielen Jahren das jetzt, alt ist, aber echt, solche Spiele damals, das ist einfach gut, was es bietet. Es bietet eine interessante Story mit interessanten Welten, interessanten, auch lustigen und auch unheimlichen Charakteren. Die Waffen, die man sammeln kann, die Zauber, die Items und wie man sich damit dann sich den Weg durch die Level bahnt. Die Rätsel, die Kämpfe und alles und ach. Was hat mir gut gefallen? Ich glaube einfach, diese ganzen Eigenschaften, die Charaktere besaßen. Man hat wirklich schon gleich gesehen, oh, der ist zum Beispiel, das ist der Lustige, der ist eher ängstlich, der ist immer fröhlich, der ist hinterhältig und so weiter. Die ganzen Charaktere hatten, ja, blöd wie es klingt, sie hatten Charakter. Und deshalb waren sie auch so liebenswürdig oder halt auch verachtenswürdig, ja. Weil man da gleich dachte, der ist so und den mag ich nicht. Und den mag ich, den hätte ich gerne als Freund. Vom Design her, so, Filmsequenzen, sehr schön, das gab es ja immer wieder. Und da hat man auch wieder dieses Gefühl gehabt von, das ist jetzt der Charakter, der ist jetzt auf der Flucht und jetzt muss er sich hier. Und auch einfach, überhaupt der Beginn, der Melvin, der von allen verachtet wird, weil er anders ist. Und jetzt, er war anders, weil er der Retter der Welt ist. Hoffentlich wird ihm jetzt etwas mehr Respekt entgegengebracht. Ich meine, ich will jetzt noch jemanden sehen, der sich denkt, du bist immer noch anders, du gehörst nicht so und so viel wie ich es drauf habe. Ich könnte einfach eine Erdbebenwelle kommen und den einschütten lassen, ganz ehrlich. Was mir nicht so gut gefallen hat, war manchmal die Drehs. Na gut, das ist auch wieder anders. Es gibt eine deutsche Version. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, die deutsche Version zu spielen. Deshalb musste ich mir ein bisschen einen Reim drauf machen, was das dann im Englischen gemeint war. Das hat mir jemand schon gesagt, dass das im Englischen und Deutsch sich unterscheidet und im Deutschen ist es manchmal klarer. Und ja, es gab halt Momente, wo ich einen Walkthrough mir anschauen musste, um überhaupt zu verstehen, was da von mir gewollt ist. Aber es gab auch genügend Momente, wo ich mich dann schlau gefühlt habe. Und für solche Momente mag ich ein Spiel, wenn ich einfach merke, das ist da zwischen meinen Ohren, das kann doch noch für was Gutes, Positives eingesetzt werden. Und ja, ihr Spiel, ich kann nur wirklich sagen, das war jetzt auch wieder eines meiner längeren Let's Plays einmal, weil das einfach so viel zu bieten hat. Das waren 8 Welten, glaube ich, 8 Welten. Mit verschiedenen Genres. Wir hatten den Wald, wir hatten die Mine, wir hatten den Untergrund, wir hatten eisigen Berge, wir hatten die Wüste, was hatten wir noch? Wir hatten hier die Orte gehabt. Und jetzt auch die Ruine und einfach so viel, was man entdecken konnte. So viele verschiedene Feinde. Das ist, Mann. Ich kann es wirklich nur sagen, mir hat das Spiel wirklich gut gefallen. Und es war eine Empfehlung von jemandem gewesen, der sich gewünscht hat, dass ich dieses Spiel spiele. Und ansonsten wäre ich nie auf dieses Spiel gestoßen. Und dafür möchte ich mich nochmal bedanken bei dieser Person. Die, wohl von der ich rede, die fühlt sich ja schon angesprochen. Und ja, wenn ihr so Lust habt auf so ein interessantes RPG-Spiel hier mit Technik, mit Magie, unheimlichen Wesen, liebe Freunde, Charaktere, dann kann ich euch wieder dieses Spiel hier ans Herz legen. Ganz ehrlich. Und ich konnte es jetzt überspringen. Nichts Neues, das war's gewesen. Technomage, meine Damen und Herren. Mann. Ernsthaft, es wird mir fehlen. Ich habe gehört, es gibt noch Comics, die man dazu lesen kann, aber ob ich sie lesen werde, ich weiß es ernsthaft nicht. Und dieses Symbol, was soll das jetzt nochmal da darstellen? Das ist ja eine Art Schwert. Oder was soll das genau darstellen? Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir nochmal gerne sagen. Aber, meine Damen und Herren,
was wird als nächstes nach diesem Projekt jetzt kommen? Ich habe da schon eine Idee. Da hat mich nämlich auch jemand gefragt, ob ich nicht Lust hätte, vielleicht dieses Spiel zu Let's Playen oder ob ich Lust drauf habe. Ich werde jetzt nichts verraten, weil ich erstmal schauen muss, ob ich überhaupt technisch dazu in der Lage bin. Aber wenn es klappen sollte, könnt ihr euch auch wieder auf was gefasst machen. Ansonsten einfach überraschen lassen. Und ja, meine Damen und Herren, falls Ihnen dieses Projekt gefallen hat, dieses Finale zunächst mal von Technomage, lassen Sie es mich bitte wissen. Wie hat Ihnen dieses Let's Play gefallen? Gut, ja, danke schön. Dann empfehlen Sie es Ihren Freundinnen und Freunden weiter, damit deren Langeweile verfliegen kann. Ah ja, ich habe schon gesehen. Danke, ich höre gleich auf. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder bei dem nächsten Projekt. Ich freue mich wieder, Ihr Entertainer sein zu dürfen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Ihr 93 Jovo, I love to entertain you. Tschüss and goodbye.